Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved Community Server. Neben mir rechts steht der Soli. Hey! Und ganz wichtig zu erwähnen ist, ihr wundert euch vielleicht, wo wir sind hier, was hier los ist und so, weil wir waren ja vorher noch mit Wyvern unterwegs und haben alles Mögliche gekillt, was uns im Weg war. Und jetzt ist alles nochmal auf Anfang, weil der alte Server gewechselt, also abgesägt wurde und dafür ein neuer Server geholt wurde mit mehr Arbeitsspeicher, also es läuft flüssiger, wir haben nicht immer diese ganzen nervigen Rollbacks und ja, das feiere ich so ein bisschen. Da war natürlich auch ein bisschen traurig. Du und dein Gejubel. Ja, du sagst, wir feiern das. Also, ja, Moment, wir feiern das total. Oh Gott. Ey, ich kann auch feiern, das ist ja cool. Ansonsten pfeife ich ja sonst immer nur. Immer die Pfeife, egal was ich machen will. Winken, ja, nein, sagen, ich pfeife eigentlich immer nur. Wir wollen, also ihr seht ja, wir haben hier so, schon so eine kleine Hütte gebaut. Wo wir sind, sag ich nicht. Also ich schaue jetzt auch extra nicht auf die Karte, damit ihr nicht sehen könnt, wo wir sind. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen erraten. Das will ich jetzt noch nicht verraten, das machen wir ja später, weil immerhin können ja auch andere, die die Videos schauen, im PvP das nochmal als Vorteil nutzen und uns überfallen, wenn sie wissen, wo unsere Base ist. Das sage ich irgendwann später mal, aber jetzt am Anfang noch nicht, weil wir können jetzt halt nicht viel dagegen machen, wenn im PvP einer mit zwei Rexen ankommt. Dann und ich nehme mal an, die meisten sind schon so weit. Gestern, das war glaube ich... Heute ist heute der 11. oder der 10.? Ich glaube der 10., ne? Gestern am 9., glaube ich, ist der Server gestartet um 21 Uhr. Da war ich dann als Erster auch 10 Minuten später da. Und da waren schon die Ersten am Bauen und musste dann aber auch offline gehen. Und ich nehme mal an, die meisten werden noch die Nacht durchgemacht haben. Und sind jetzt schon Level 40 oder sowas in der Richtung. Bei denen FP-Bonus hier. Ja, der ist ganz okay. Ganz okay. ich find's locker floggig, sag ich mal so. Locker floggig. Aber das mit dem Zähmen ist halt die Erschwernis, weil die sind auch Standardwerte. Also Standard 10-Prozedur, es kann selber weiter. Ha? Echt jetzt? Ja, ist Standard. Volle Zeit? Ja, volle Zeit. So, und der Hof hat hier fast waren. Nur das Hatchen dauert nicht so lange. Das Hatchen dauert bei einem Wyvern 3 Tage. Ey, Quatsch, nicht 3 Tage, 26 Stunden. Also anderthalb ungefähr. Jo, und ich werde jetzt noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen, damit wir unsere Hütte so ein bisschen upgraden können. Ein Floß habe ich auch schon gebaut. Ja, und dann gucken wir mal. Also der Strand, wo wir hier sind, der ist so ein bisschen gefährlich. Also am Anfang, als ich gespawnt bin, waren hier übelst viele Raptoren. Jetzt sind es einfach nur noch übel viele Dilos. Und ein, zwei Stegosaurier. Das geht eigentlich noch ganz gut. Und der Soli, den kennt ihr ja schon aus letzten Let's Plays, die wir mal zusammen gemacht haben. Dann wurde es eine Weile lang still um uns beide und jetzt geht's wieder Vollgas voraus. Doch, echt richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ali? Jo, das ist ein Galli. Hat schon einer Bier gemacht? Was? Bier? Hat schon einer Bier? Nee. Wieso kann man die mit Bier zählen? Naja, Calicotherium. Ach so, Galli. Ich hab Galli verstanden. Entschuldige. Oh nein, Calicotherium. Ach ja, stimmt. Hier ist es ja, eins. Ja. Haben wir doch. Da haben wir sogar eine Folge zusammen gemacht. Ja, genau. Nee, ich hab Galli verstanden, deswegen. Was ist das denn? Wer hat denn hier lauter Foundations geöffnet? Ja, der andere Tribe, der hier wahrscheinlich irgendwo gebaut hat. Oops on Tour. Ah, die haben letztens gemeint, als ich meinte, ich bin hier im raptorenverseuchten Strand gelandet, ach, dann bist du ja gleich bei uns. Und jetzt hat irgendein Noob hier die ganze Zeit diese Foundations überall hingesetzt. Total dämlich. Ja, das blockiert vor allem andere, wenn die jetzt unbedingt hier bauen wollen, weil... Ich finde sowas nicht sehr sportlich.
Nee, ich auch nicht. Also, Loops on Tour, reißt euch mal ein bisschen am Riemen. Ist nicht schön. Es wäre genauso, wenn ich ab vor eure Base die ganze Zeit Foundations hinsetzen würde. Würde euch wahrscheinlich auch nicht gefallen. Auf meinem anderen Server, wo ich bis gestern noch aktiv gespielt habe, da haben sie mir auch, also ich bin auf Scotch Earth rübergegangen und wollte mir da eine Hütte aufbauen, bin abends dann aber offline gegangen, hatte quasi nur 4 Foundation, ein Bett und ein paar Wände drum. Als ich am nächsten Morgen wach bin, haben sie echt im Viereck um mich herum einfach nur Pillar gesetzt und ich konnte kann mich nicht ausweiten. Ach, war bescheuert. Ich schreibe mal im Chat an, vielleicht ist er ja online. Der Kevo hat das gebaut. Ja, auf meinem anderen Server habe ich dem Admin Bescheid gesagt und der hat die netterweise abgerissen und der andere hat eine Verwarnung gekriegt. Mhm. Boah, der hat aber echt hier den ganzen Strand voll gemacht mit dem Zeug. Terrazino ist ja auch hinten. Was denn? Terrazino ist giftig. Ja, die sind, ich weiß. Ich gehe auch nicht weiter ran, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Nicht, dass du ihn übersiehst. Ja, eigentlich kann man nicht übersehen, aber nee, der hat so eine grüne Farbe. Vielleicht doch aber da. Oh, grüner Terrazino habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das Calicotherium ist auch ganz gut getan mit seinen Streifen. Ich wäre jetzt schon ein paar Mal reingerannt. Geht's hier irgendwo eigentlich hoch? Nee, wa? Müsstest du eigentlich dergleichen gesehen. Hier müsste es eigentlich irgendwo mal einen Aufgang geben. Abrutsch, 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 Abrutsch. Nein, nein, nein. Schade. Muss es doch irgendwo hochgehen. Ist ja voll lame. Eigentlich hat immer so ein... Wo ein Steilhang ist, gibt's meistens auch immer irgendwo... Doch, da drüben. Wo drüben? Bist du denn? Ja, und jetzt genau auf die andere Seite. Gucken wir da drüben. Da kann man sachte hochgehen. Da. Ja, da. Aber von da komme ich ja nicht hier hoch. Auf die andere Seite. Hier so. Ach so, das meinst du? Ja, nicht, dass ich wüsste, nee. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, ich geh mal gucken. Oh, ich geh schon mal wieder zurück. Ich hab Taschen voll. Das ist doof. Ich habe jetzt überhaupt keine Bolas dabei. Wenn es einen Raptor antanzt, habe ich ein Problem. Sagen, ja. Kann ich ein paar Steine noch holen? Steinis. Brauch einen Feuerstein. Ach ja, und wir haben jetzt beide einen Tribe gegründet. Wir sind jetzt die Kuchenkrümler. Voll respekteinflößend, finde ich. Bei mir ist Name sogar Programm, hauptberuflich Bäcker. Ja. Du Lars, das ist Tatsache. Ich weiß. Obwohl, das ist jetzt ja eigentlich... Ich habe auch nicht über dich gelacht. Ich habe jetzt nur gelacht, weil ich es irgendwie gar nicht so eingeplant hatte. Aber ja, hast recht. Unterbewusst. Ja, genau, unterbewusst. Ich backe Kuchen, du isst ihn gerne. Hm. Jeder ist kein Kuchen. So, hier muss es doch irgendwo hochgehen. Nee. Aber wahrscheinlich irgendwo auf der anderen Seite. Warte mal hier. Karte müsste doch sagen, wo Strände gibt. An Stränden gehst du ja meistens dann auch hoch. Und jetzt öffnest du die Karte und. Scheiße, verdammt. Ich schneid's raus. Ich schneid's raus. Das habe ich jetzt voll vergessen, hast recht. Ach, ich denke mal, der ist nicht online. Da eigentlich hätte ich den gar nicht so arschig eingeschätzt irgendwie, aber naja. Naja, du weißt ja nicht, ob er es jetzt auch wirklich. Absicht gemacht hat oder so. Ja, vielleicht war es einfach nur, ach, ich will leveln, weg das Zeug. Wird mir schwer, Entschuldigung. Muss mal aufstoßen.
Ich muss sagen, ich habe ja auch schon eine Hütte irgendwo anders gebaut. Da war ich erst auf Sonato am ersten Abend, wo ich gespielt habe. Dann habe ich gemerkt, Mensch, es gibt ja, also rechts am Strand bin ich da, glaube ich, gespawnt. Und dann gab es da aber schon einen Tribe, der da gebaut hat. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Tribe, habe ich mir gar nicht gemerkt. Ist ja auch nicht wichtig. Ich will ja keinen verpfeifen. Auf jeden Fall wollte ich dann woanders bauen, wollte aber auch nicht direkt auf der anderen Seite von der kompletten Insel bauen. Und bin dann einfach mal nach Süden runtergelaufen, in der Hoffnung, dass da irgendwo wieder ein Strand auftaucht. Da habe ich einfach mal im Chat geschrieben, ich bin bestimmt den ganzen Abend gelatscht und habe da einen Strand gesucht. Gibt es da überhaupt einen Strand? Ne. Auf der ganzen südlichen Sonato-Seite gibt es einfach keinen Strand. Ich bin da die ganze Zeit rumgeirrt. Da habe ich irgendwo einen Aufgang gefunden, mich irgendwo auf so eine Bergklippe da gesetzt. Und dann dachte ich, ja, nee, das ist ja kacke. Und dann habe ich mich in den Tod gestürzt und bin dann hier nochmal gespawnt. So depressiv, dass du direkt in den Tod gesprungen bist. Ja, das war so schlimm. Kein Strand hier, hier mache ich nie wieder Urlaub. Ach ja, wieso? Habe ich jetzt eine Kiste? Nee, ich hätte jetzt gedacht, ich habe eine Kiste. Eine Bola nur. Was? Wieso kann ich nur eine Bola bauen? Sind heute begrenzt. Fasern fehlen wohl. Keine Ahnung. Ich gehe nochmal Fasern sammeln. Gibt's also prinzipiell finde ich unsere Lage ja ganz witzig, so oben auf dem Stein, aber zu den Mats ist es doch ein ganz schöner Weg. Ja, das stimmt. Ja. Also für Faule ist es nicht gedacht, das stimmt. Aber jeder Gang macht schlank. Genau. Jeder zweite geht in die Breite. Ja, vor allen Dingen, weil da ja so viele gefährliche Viecher manchmal ab und zu spawnen. Das bin ich jetzt. Na gut, wobei jetzt hier geht's, also der kleinen Bucht hier. Auf der anderen Seite, da wo wir gerade sammeln waren, auf der anderen Seite dieser Orts, da ist es natürlich weitaus gefährlicher als hier. Nee, das ist generell hier gefährlich. Letztens ist hier gegenüber, da warst du aber noch nicht online, ich glaube, das war gestern Abend noch, ist auf der anderen Seite direkt gegenüber auf so einer schmalen Zunge, also wo ich jetzt hier stehe, quasi nur auf der anderen Seite, da ist so ein fetter Alpha-Raptor gespawnt. Den Glühstrumpf. Ohne Shit jetzt. Und jetzt haben wir da so einen fetten Bronto, der ist aber auch neu. Und das Gute ist, wenn ihr so baut wie wir, Brontos packen auf jeden Fall nicht in eure Base rein. Kommen ja gar nicht so weit. Ja, eben. Und vor allen Dingen ist es eigentlich PvP-technisch auch gar nicht mal so übel, sag ich mal. Man sieht alles kommen, ne? Ja, genau. Oh, hier ist noch ein Dilo. Ich habe meine Bola nicht dabei, verdammt. Hätte ich die noch gezähmt. Wir brauchen ja immer noch ein Weibchen. Ich habe jetzt drei Männchen gezähmt. Und jedes Mal war ich der Meinung, es wäre ein Weibchen. So, von der Farbe her. Kann man ja eigentlich auch geschlechterspezifisch dann auch unterscheiden. Normalerweise. Iguanodon! Oh, ich will nicht mehr! Hol ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Schatzi! Bleib stehen! Oh, ist der toll! Level 54. Oh, ich glaube, ich brauche deine Hilfe, der ist Level 54. Ah, Paxe! Mach ihn weg! Ich muss mir erstmal eine Slingshot holen. Ich habe ja meine Slingshot noch. Den Dino mache ich gleich erstmal platt. So, hier, tschüssi. Oh, oh. Der ist ganz schön hoch. Level 150. Hahaha. Oh oh. Oh oh. Ich sehe schon kommen. Lucy wurde getötet von. Ah, nein. Ah, scheiße, ich bin blind. Geh drauf. Geh drauf, du Arsch. Du musst immer im Kreis um ihn herumlaufen. Dann kann er dich. Aua, der Fummel, Mann, der hat mich schon wieder getroffen. Der kann gut zielen. Ach, der hat einen Aimbot an. Nein, ich habe nur noch einen Speer. Ich laufe zu dir. Hilfe! Oh,
endlich! Gewinnen. Ich hab ihn geschafft, ich hab ihn geschafft. Boah, es gab bestimmt gut EP. Aber ich bin auch fast tot. Gerade. Naja, fast ist ja nicht ganz. Nee, nur fast, hast recht. So, warte mal, Bola, kann ich jetzt nicht Bola? Nee, natürlich nicht, warum Glas auch? Glas ist immer halb voll, Lucy. Oh, Bronto. Nervig. So, warte mal, eine Slingshot, wäre gut, Herstellung. Ah, Slingshot. Oh, gleich mal zwei. Sicherheitshalber. Und dann noch schön Steinchen. Hast du auch eine Slingshot dabei? Mm-mm. Hilf mir mal bitte, das. Wenn ich den nicht packe, das wäre doof. Dann wieder. Leder dabei. Ha? Hast du ein Leder für mich? Ich habe also sogar eine Slingshot für dich. So, das ist ja noch. Ich habe ja zwei gebaut gerade eben. Warte mal. Komm mal. Und fallen lassen. Bitteschön. Und ich kann dir auch noch Steine geben, wenn du willst. Nee, ich habe 60. Okay, ich habe 80. So, wo ist er jetzt hin? Da läuft's hin. Ach, da. Oh nein, da ist ein Dilo. Solange es nur ein Dilo ist, geht's ja noch. Okay, ich schieß ihn an. Das ist ein Ovi. Achso. Nicht getroffen. Getroffen. Na? Ich schieße die ganze Zeit daneben. Aua. Nein, lauf, scheiße! Mami! Ich sag ja, die Viecher sind nicht von schlechten Eltern. Der hat mich jetzt zweimal. Oh, ich bin in die Decke verbuggt, glaube ich. Nein, doch nicht. Schade. Lebst du noch, Soli? Lebe noch. Halt, ich hab ja noch. Slingshot. Oh, jetzt bin ich tot. Oh nein, der war zu heftig. Ja, mit Slingshots ist das Blödsinn eigentlich. Oh, jetzt kann ich aber nicht spawnen. Ah, ich komme und hole deine Sachen. Ah nee, doch, der Schlafsack war noch frei. Oh! Was? Was? Direkt beim Terrazino gespawnt. Ich denke, du bist im Schlafsack gespawnt. Nee, ich hatte den anscheinend nicht angeklickt. Naja, du hattest ja nichts dabei, das geht ja schon. Ja. Aber schon unfair, dass ich direkt im Terrazino gespawnt bin. Ja. Aber ich habe ja jetzt Mörser und Stöße, also wir könnten eigentlich auch direkt Narkotikpfeile machen. So ja. Generell. Wir finden schon noch einen Iggy. So, mal gucken, ich muss ja hier irgendwo. Wo habe ich denn jetzt hier gelegen? Ich habe jetzt. Mal, du lagst direkt an dem großen Stein. Ja, irgendwo da. Irgendwo. Ach, da. Ha, sehr schön. Bin zurück wieder. So, und wo bist du? Hinterm Felsen. Ach, da. Schade. Ich würde noch ein bisschen, was brauchen wir? Fasern wollte ich ja holen, richtig.
Oh, es ist schon wieder kalt. Also was heißt schon wieder? Ihr kennt das ja noch nicht, aber die Nächte hier sind manchmal ganz schön knackig. Dann dauern sie ganz gut. Das auch. Aber da du ja Holz schön craftest, wird das ja... Also du craftest es nicht, du baust es ab, so. Ich Holz craften könnte, dann... Das ist genauso wie der Spruch, ich mach mir... Das ist genauso wie der Spruch, ich mach mir mal eben eine Badewanne. Ja, das war gut. Oder ich mach mal eine Waschmaschine. Black Suicide. Wer ist das denn? Kenn ich auch noch nicht. Muss auch neu sein. Wie sind sie alle neu? Ja. Fast alle. Also auf dem ersten Server waren auch Leute mit dabei, die es so ein bisschen, na, ich sag mal, verkackt haben. Die sich nicht kollegial verhalten haben. Und rumgeheult haben. Wegen irgendwelcher Einstellungen und so. Und aber vorher auf jeden Fall gebettelt haben, auf den Server kommen zu wollen und solche Leute. Ja, die, ich glaube manchmal, dass so eine Leute einfach nur hoffen, irgendwie in den Videos aufzutauchen und keine Ahnung. Das glaube ich auch. Bei ihren Kumpels dann, nee, guck mal, ich bin bei Dextro im Video. Ja, voll krass, Alter. Deswegen sind sie dann auch voll Fame und so. Ja. Oh, was hast du denn hier gebaut? Eine Brücke? Das sieht ja cool aus. Dann noch nicht, aber wird. Das sieht ja cool aus. Das kannst du weiterbauen. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Ich habe schon genau ein Bild im Kopf, wie das aussieht dann von vorne. Wird legen. Warte. Warte, gleich. Der. Hä? Der? Ach, nee, schon gut. Der ist in der Ecke schon. Schneid das raus. So, ich habe jetzt schon mal zwei Bögen. Das ist doch schon mal was. Einen Bogen habe ich jetzt auch schon. Oh, Streber. Ich wusste ja nicht, wie lange du noch brauchst. Warte mal, Munition, wo ich denn jetzt die Munition? Ja. Da mache ich schon mal Pfeile. 40 Stück. Dann könnte man vielleicht auch schon Narkotik machen. Ja, ich habe sogar noch Bärchis. Glücksbärchis? Gummibären. Oh Gott. Hüpfen hier und dort und überall. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ich weiß jetzt schon, dass du die Musik reinschneiden wirst. Ja, wenn sie nicht GEMA belastet ist, mache ich das. Heutzutage alles belastet. Ja. Wenn nicht GEMA, damit irgendwas anderes. Ich meine, bei Speedy Gonzales hat es funktioniert. Mal gucken. Voll cool. Ach ja. Ach, Dillo. Was ist mit dir? Der steht im Weg. Oh. Mal hier runter. Ich zieh mich mal an. Zeit wird's. Ich bin hier noch ganz schwach. Soll ich da bauen? Ich wundere, wenn hier nicht funktioniert. Warum gehst du ab? Warte mal, da ab. Lucy, du hast nicht zufällig gerade 30 Holz einstecken?
Gleich nicht mehr. Nee, jetzt sind es nur noch 4. Ach, ich habe gerade 30 Holz beim Zerstören einer Platte bekommen. Oh, na dann. Oh, du baust schon aus. Das mache ich auch gerade. Was ist eigentlich, wenn sich Holz und Strohwand ineinander verbacken? Da muss sich doch der Gegner eigentlich durch zwei Wände hauen, oder? Keine Ahnung. Du kannst Fragen stellen. Ja, ne? Hihi. Oh, Petri, Petri. Welches Level? Welches Level? Dein Ernst? Was denn? Warum? Nicht du. Ich habe nur die Deckenplatte kaputt gemacht und das Schrägdach darunter ist direkt gebrochen. Oh. 48. Ja, 48? Naja, geht besser. Geht besser. Aber es wäre erfahren, geht. Das wäre, ja, stimmt, aber fliegen kann man ja sowieso erstmal nicht. Leider. Auch wieder rauf. Das dauert ja immer so ewig, bis man den Sattel kriegt. Level 45 oder 35 oder so? Irgendwie so was. Ich glaube 35. Okay, ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal Holz holen. Und Narkobeeren. Level ab. Mal ganz kurz weg. Jo, bis gleich. Nehme ich die mit? Nehme ich die mit? Ja gut, doch, nehme ich mit. Ach, nur so gemeine Viecher hier überall. Natürlich außer der Bronto und die Schildkröte und den Iguanodon. Das ist nicht sehr schön. Man kann meine ganzen Bären wegfuttern hier. Die machen nicht so schwer. Hi! Wenn du an den Strand kommst, sei vorsichtig, da rennst du ein Troodon rum. Ein einzelner erstmal, aber reicht da eigentlich auch. Naja, solange Tag ist, stören sie nicht. Greifen die da nicht an? Nee, nur nachts sind sie aggressiv. Ach so? Wenn sie die leuchtenden Augen haben. Aha, wusste ich noch gar nicht. Ich meine, am Anfang, als sie gespawnt, also am ganzen Anfang, als sie gerade frisch reingepatcht wurden, haben die auch noch einen Tag angegriffen, glaube ich. Also mich hat bis jetzt noch nichts angegriffen. Ach so. Von denen. Kann man seinen Dinos auf den Schultern nicht befehlen, das Ziel anzugreifen? Naja, wenn man abwirft, doch eigentlich schon, oder? Also ich weiß, dass meine Vulture, mein Geier, von alleine angegriffen hat. Aha. War immer schöner Extra-Damage. Ich hatte einen Vulture auf knapp 200. Also was der an Schaden ausgeteilt hat. Aber die sind gemein, ja. Den musst du zum Zähmen auf jeden Fall wegnehmen. Weil wenn du das Vieh hittest und ihn dann betäuben willst, dann gibt er ihm den letzten Rest. Aber ich glaube, bei den Ichthyornis funktioniert das nicht. Die können nur Kleintiere angreifen. Größere nehmen sie nicht. Bei denen weiß ich sowieso noch nicht, wie das funktioniert. Wenn ich die mit F oder so was abwerfe, dann fliegen die los auf Hand. Ich weiß nicht, wie man die zum Fischen schickt. Hand and Retrieve, glaube ich.
Also, die holen dir dann was aus dem Wasser und bringen dir das dann, glaube ich. Muss das, glaube ich, einstellen. Aber ich habe die selber auch noch nicht so richtig zum Fischen gekriegt. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie das gehen soll. Also, aber eigentlich müsste es mit Hunt and Retrieve gehen. Also ja, da musste ich immer per Hand Fisch holen, damit die nicht verhungern. Ja, wenn ihr das wisst, wie es geht, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare. Das fänden wir sehr liebensgewürzig. So, ich komme mit ganz viel Holz. Wo bist du gerade? Vor der Base. Im Schneckentempo. Jo, ich glaube, dann ist die Folge auch bald wieder voll, glaube ich. Wo steckst du gerade? Am Farmen, am Wald, am Waldesrand. Aha. Soll ich dann schon mal alleine abmoderieren oder kommst du gleich runter? Ich komm jetzt mit dem Fluss zurück. Okay. Ich glaube, ich habe die Wände jetzt total falsch rumgestellt, aber naja, ist ja wurscht. Wird eh noch durch deiner sitzt. Ja, ja, genau. Oh, hier könnten wir auch mit Leben bauen, ne? Es gibt ja das Wüstenbiom. Ja, aber dafür müssen wir halt erstmal noch ein Wüstenbiom fahren. Naja, natürlich. Mal nur auf lange Sicht. Ja. Ich zeig jetzt keine Karte. Weil ich finde das Lehmhütten eigentlich extrem schick. Ja, finde ich auch viel, viel schöner als die Steinhütten, auf jeden Fall. Ich finde sowieso, sie könnten so eine Art Farben oder Skins reinbringen, dass du deine Häuschen dementsprechend. Wo kamst du denn jetzt her? Aushübschen kannst. Ja. Holzfarm. Woher? Bist du jetzt? Drüben. Von wo ist da drüben? Boah, stimmt, das ist deine, mein Bildschirm nicht. Vom Bronto. Achso. Warum stehen die Dinos hier in der Luft? Weil der Stein da irgendwie komisch ist. Guck mal, du stehst auch in der Luft und ich auch. Du auch. Also, wie gesagt, der Stein ist da komisch. Huch. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, doch, jetzt hier. An der Seite kommt man hoch. So, dann moderieren wir mal ab. Warte. Ah ja, genau, da hoch. Sonst sieht man uns so schlecht. Ja, dann machen wir es hier mit dem Floß im Hintergrund. So, und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geil.